Ich habe meine identische Zwillingsschwester gefunden. Sie sieht nicht nur aus wie ich oder redet wie ich. Sie näht auch noch. Also ich habe mir, als ich meine Tage hatte, alle 7 Tinkerbell-Filme angeguckt. Und sie hat zwar schon eine Schwester, aber mir ist aufgefallen, sie hat ein Kleid. Und davon hat sie viele. Und da denke ich mal, Tink, warum? Und genau darum muss ich jetzt meiner arm verlorenen Schwester ein neues Kleid designen, weil ein Kleid ist viel zu wenig. Mir egal, ob sie Minimalistin ist. Und ich dachte, wir designen ihr eine 2024-Version, mit der sie heute auch noch slayen würde. Aber aus demselben Material. Und Leute, ich habe so lange gesucht, bis ich wirklich genau das gefunden habe, was sie im Film auch benutzt haben. Also ist jetzt kein Blatt, aber es sieht fast so aus. Das ist Kunstleder. Und das durfte ich dann erstmal 2 Stunden bügeln, weil es faltig war. Hier habe ich aus Versehen alles im Zeitraffer gefilmt, aber das ist auch gut so, weil alles, was ich hier tue, ist das Schnittmuster auszuschneiden und das wieder zusammenzunähen. Lol. Nur für euer zeitliches Verständnis, das hat einen ganzen Tag gedauert. Jetzt kommen wir zum coolen Stuff, nämlich den Details. Und zwar habe ich einen Gürtel, einen richtigen Gürtel in dieses Ding eingenäht. Ich habe noch nie einen Gürtel genäht. Ich habe auch kein Tutorial geguckt. Ich habe das einfach freischnauze gemacht, Leute. Aber so stelle ich mir vor, wie Gürtel gemacht werden. Den Gürtel habe ich rangeballert und hat mir dann noch so eine Schlaufe oder irgendwie so gefehlt, weil es so rumgeschlabbert hat. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und hier sind wir auch schon mittendrin, Leute. Jetzt wurden die ganzen Teile aneinander genäht und da ging es auch schon an den Rockteil, für den ich mir Falten vorgenommen habe. Und aus einem Lederstoff Falten zu machen, ist überhaupt kein Spaß. Man muss nämlich jede Falte einzeln abnähen. Nach einem weiteren halben Tag, wo ich dies getan habe, habe ich das dann endlich rannähen können. Und dann kommt noch das Innenfutter, Leute. Da war ich wirklich durch. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass ich keinen passenden Reißverschluss besitze. Also bin ich in meinen Lieblingsstoffladen gesteppt, habe mir dort einen grünen Reißverschluss geholt und den habe ich mit meinen letzten Kräften irgendwie noch in dieses Kleid eingenäht. Und nun, Ladies and Gentlemen, genießt eine Vorführung von Tinkerbell 2024 mit einem neuen Kleid und einem neuen Abenteuer. Spaß, das Kleid war absolut Abenteuer genug. Aber auf jeden Fall, ich bin absolut zufrieden. Ich glaube, das ist mit eines der coolsten Kleider oder Dinge, die ich jemals genäht habe. Also Tinkerbell, wenn du das siehst, du kannst das Kleid gerne haben. Es war viel Arbeit, aber ich schenke es dir gerne. Und euch übrigens auch, aber aus meiner diesjährigen Kollektion. Deswegen guckt gerne auf Instagram vorbei. Da habe ich ganz tolle Fotos mit dem Outfit hochgeladen und da seht ihr, wer gewonnen hat.